hallo, hallo, ich bin Batti, guck mal, ich bin Watt, hi Leute und alles klar bei euch, ich bin wieder bei Paper Mario, geil! Was? Stopp, aufhören! Was? Okay. Ja, Leute, wir sind immer noch im Dschungel. Hallo, Colorado, was geht ab? Dachtest du, ich wäre schon wieder überfallen worden? Nö, war nur ein Scherz. Entdecker müssen auch mal Sinn für Humor beweisen. Aber wie dem auch sei, lass uns weitermachen. Ah, ja. Ist schon gut. Alter, Dat Mucke. Was ist denn hier los? Hi, Yoshi, was ist los? Erzähl mir, was passiert ist. Die Kinder sind vor Ort. Der einzige Ort, wo sie sein könnten, ist der Junge. Ich hatte seit einiger Zeit das Gefühl, dass sie etwas im Schilde führen würden. Aber ich dachte, es wäre nur der üble Unfug. Niemals hätte ich erwartet, dass sie so etwas Gefährliches tun würden. Was sollen wir tun? Sogar der Dicke ist in Panik. Scheiße. Oh mein Gott. Was ist los, Digga? Rede mit mir. Oh, was für ein Unglück. Die Kinder werden vermisst. Offenbar haben sie sich in den Dschungel geschlichen. Sie kennen die Gefahren nicht, die dort lauern. Wir müssen sie wieder zurückholen. Mario, würdest du nach unseren vermissten Kindern suchen, weil wir sind einfach nur unfähig dafür. Wie du sehen kannst, sind die Yoshi in der Siedlung völlig in Panik. Sie können nicht mehr klar denken. Ich werde versuchen, sie zu beruhigen. Such du bitte nach den Kindern. Oh, seid ihr blöd. Was hast du zu sagen? Ich sag's dir, die Eingeborenen sind so derart in Panik, dass wir kein bisschen Information von ihnen bekommen werden. Ich glaube, jemand sollte ganz schnell ihr Problem lösen, damit wir sie endlich gehörig ausquetschen können. Es liegt mal wieder alles an uns. Es ist wie immer, Leute. Es liegt immer nur an uns. Na, dann wollen wir mal in den Dschungel gehen. Das hier ist der Dschungel. Und der Dschungel... Wow! Das ist ein Gegner. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber okay. Kann man auf die draufspringen? Checken wir das mal. Ja, man kann auf die drauf springen. Sehr schön. Und, oh, kann man von vorne angreifen? Nicht, dass ich dann irgendwie Schaden nehme. Oh, das war blöd. Das ist echt blöd. Du hast 3 Runden vergiftet, Leute. Was ist denn los? Yeah, geblockt. Mann, ich bin voll vergiftet. Was soll dann hier der Scheiß, Mann? Okay, destroy this enemy. Pam, tada, pam. So, Wattilein. Wattilein, du darfst da hinten den angreifen. Yeah, du bist down. Und wir kriegen 2 Erfahrungspunkte. Naja. Oh, Mann. Und burp, Doppelschaden. Immer dieses scheiß Gift hier. Was soll das dann hier? Mach doch mal plattes Vieh. Komm. Dong. Ich würde mal sagen, wir wechseln mal einfach den Partner aus, weil ich glaube, Watt ist einfach nicht die beste Lösung hier als Partner. Ne, wir machen mal hier... Ui, schöne Erfahrung. Ne, wir wechseln mal aus zu Cooper oder Bombette? Ja, Bombette ist stärker, verbraucht aber auch mehr BP. Cooper ist cool. Bombette ist auch cool. Die sind alle cool. Wen nehmen wir denn jetzt? Ich würde sagen, wir nehmen Cooper. Cooper ist cool. Ja, Cooper, du bist mein Mann. Ja, genau. Okay, gibt's hier irgendwas? Was zur Hölle? Okay. Nehme ich da Schaden? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein gefährlicher Dschungel, das stimmt schon. Ah, ja, hier ist ein Durchgang. Habe ich auch gleich gesehen. Gott, das sind lebende Büsche hier. Was ist denn hier los? Okay, auf die kann man aber garantiert auch drauf jumpen. Also machen wir das doch einfach mal. So, Cooper, du kannst hier den Powerpanzer machen. Ah, das ist schon viel besser wie Watt, ganz ehrlich. Das hilft schon ein bisschen mehr. Ist okay. So, und du bist leider down. Oh, du bist noch nicht down. Okay, dann bist halt jetzt down. Cooper, it's your job. Bam. So, wir kriegen auch gleich wieder ein Level ab. Ich bin mal am Überlegen, was ich hochmache. Ich muss da gucken, ob ich irgendwelche Orden habe, die Sinn machen, angelegt zu werden. Ich weiß es nämlich ehrlich gesagt nicht, ob wir irgendwelche coole Orden am Schdissel haben. Machen wir mal gucken einfach mal ganz kurz. Davon ist jetzt aber nichts relevant.
Den Schnellwechselorden? Ah, nee, der muss nicht unbedingt sein, ganz ehrlich. Kampfrausch tut mir den Stachel, Rabatt, da bam, bidim, badam. Ja, okay, so viel toller habe ich jetzt auch nicht. Ich könnte OP machen und könnte hier den Powersprung und den Erdbeben anlegen. Und vielleicht noch einen. Den Powerhauer vielleicht noch. Oder den. Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ja, wäre eine Idee. Also einmal OP hochmachen und dann diese drei Orden anlegen. Das wäre eine Idee. Ich könnte aber auch einfach BP hochmachen. Ach, mal gucken, ich weiß es nicht. Kommt sofort zurück, ihr kleinen Undankbaren. Was, wer redet denn hier? Bäm. Ist hier noch irgendwas? Nee. Oh, da hinten ist der letzte Sprössling. Den brauchen wir auch noch, der ist ganz wichtig. Hey du! Du da unten! Was? Wenn du mich hören kannst, dann sieh nach oben. Hallöchen. Oh, es ist Sushi. Hallo Sushi. Das ist so peinlich, ich hänge in diesem Baum fest. Kannst du mir irgendwie runterhelfen? Ist Sushi eigentlich weiblich oder männlich? Ich habe keine Ahnung. Okay, er hängt immer noch. Oder sie? Er ist ein Er. Ich würde sagen, es ist ein Er. Ich bin mir nicht sicher. Schreibt mal in die Kommentare, ob Sushi ein Er oder ein Sie ist. Ich habe keine Ahnung. Kommt schon, fester. Jo, ist ja gut. Na du? Oh, puh, ich bin gerettet. Ich fühle mich mehr, was, jenseitig als diesseitig. Oh Gott. Danke, dass du mich aus dem Baum befreit hast. Mir ist nichts passiert. Oh, diese Kleinen. Ich habe gerade diesen schlimmen kleinen Yoshi-Jungs gejagt und bin natürlich voll in ihre Falle getappt. Wissen Sie denn nicht, wie gefährlich es im Dschungel ist? Ich muss sie finden, bevor noch tiefer die vordringen und tot sind. Das gleiche gilt für dich, es ist dir zu gefährlich. Geh zurück zur Siedlung. Was hast du überhaupt im Dschungel zu suchen? Oh Gott, Leute. Lesen ist manchmal schwer. Ja, ich bin Mario, ich dachte sehr. Ah, sieh mal an, du suchst also auch nach den kleinen Unholden. Dann lass uns doch gemeinsam nach ihnen suchen. Sie verstehen nicht, wie gefährlich es im Dschungel ist. Wir müssen sie so schnell wie möglich finden. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe dich noch nicht mal nach deinem Namen gefragt. Wie lautet er denn? Mario, hi, it's me. Mario, wie? Ich habe noch nie von dir gehört. Du musst wohl von weit her kommen. Ah, Mushroom Kingdom, Mario, it's me, ja, opa. Genieße Lava Lava Island. Das würde ich normalerweise zu einem Besucher sagen. Aber zuerst müssen wir nach diesen Jungs suchen. Oh, Leute, wir haben einen neuen Partner. Sushi gehört nun zum Team. Geilo, drücke den geilen Knopf auf Stegen, um auf ihrem Rücken Gewässer zu überqueren. Drückst du nochmal, kannst du Sushi für Kurzzeit untertauchen. Hey. Im Kampf kann sie Gegner mit Bauchlandung aufklatschen oder mit Spucker vom Himmel pusten. Okay. Hallo Sushi. Schön, dich dabei zu... Was zur Hölle tut es? Gott, wie? Ja, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Oh, guck mal, Leute, wir können schwimmen. Nicht besonders schnell, aber wir können schwimmen. Das ist doch schon mal eine ganz tolle Sache, oder? So, als allererstes da hinten den Knospi. Der ist sehr wichtig, weil den brauchen wir ganz, ganz, ganz dringend. Sonst kommen wir nicht mehr weiter später. Das wäre weniger gut. Also, Knospi. Hallöchen. Ja, wie geht's denn so? Jo, was geht? Danke, dass du mich aufgeweckt hast. Diese Insel ist so schön. Es gibt keinen besseren Ort für ein Schläfchen. Die Temperatur ist perfekt. Ich bin ein Knospi. Meine Aufgabe ist es, die Welt mit Blumen zu erfüllen. Hübsch, nicht? Ich möchte, dass du diesen Samen nimmst. Oder zumindest würde ich das gerne sagen. Und glücklicherweise ist der Samen noch nicht ganz fertig. Aber keine Sorge, er wird bald soweit sein. Es gibt Schlimmeres, als an einem Ort wie diesen zu warten. Komm später vorbei. Ich bin sehr großzügig. Ich verschenke gerne alles Mögliche. Okay, das ist natürlich jetzt uncool. Wir müssen also nach getaner Arbeit auf der Insel nochmal zu dem guten Knospi und uns den Samen holen. Das hat auch einen guten Grund, weil wenn wir uns, glaube ich, jetzt den holen würden schon, oder holen könnten, oh, ein Brief, schön, dann könnten wir schon ins nächste Kapitel wahrscheinlich gehen. Und das ist natürlich nicht vorhergedacht von dem Spiel, dass wir jetzt schon ins nächste Kapitel kommen. Deswegen gibt's den Samen natürlich logischerweise erst, nachdem wir das Ganze hier beendet haben. Das ist ganz clever gemacht vom Spiel.
aber ist okay. Also wir merken uns, später zu Mr. Knospi gehen. Weil Mr. Knospi ist mega wichtig und so. Ich rede gerne mit einem englischen Akzent. Das ist mega cool. Was haben wir denn hier, Schöne? Was haben wir denn hier, Jöne? Du bist doch ein Shuigui. Ja, gegen dich haben wir auch schon gekämpft. Gegen deine Sippe haben wir auch schon gekämpft, ihr Scheigeis. So, jetzt bin ich mal gespannt, was der gute Sushi oder die Sushi oder das Sushi. Ich nenne es einfach das Sushi, das hört schon am besten an. Dann machen wir das mal. Mal gucken, was die kann. Oder er oder das. Was das kann. Gott, das ist so komisch. Lamparam, er kann Spucker. Feuer, Wasserstrahl, gut gehen. Wir machen das einfach mal. Halte A, um Kraft zu gewinnen, aktiviert. Was? Ich verstehe nichts. Das habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden, ganz ehrlich. Oh, er kann auch Verstärkung holen. Das ist ja. Okay. Bounce the Bounce! Okay, wir machen das einfach nochmal, weil ich gerne mal gucken will, was es jetzt genau ist. Ach so! Aha, ich verstehe. Man muss es quasi so auf dem Maximum halten. Also so groß wie es geht. Man darf ihn nicht wieder klein werden lassen. Man muss ihn quasi so auf dem höchsten Dickheitsgrad, muss man ihn so festnageln. Und dann gibt es den meisten Schaden. Ich habe verstanden. Auch wenn es sehr mysteriös ist. Wir versuchen das Ganze nochmal. Ja, ich hab's voll gecheckt. Leute, ich hab's voll gecheckt. Also mal. Was zur Hölle machst du denn da? Was zur Hölle? Was? Typ, hör auf mit solchen Sachen. Das verwirrt mich. Da Booms. Schön viele Erfahrungen. 8 Stück. Okay, das ist gut. Vielleicht im übernächsten Kampf sind wir schon Level up. Mal gucken. Oh Gott, Gravifehler und ganz viel Geld. So, was haben wir hier? Schönes. Oh, ein Orden. Ein Superbebenorden. Oh. Oh. Den hätte ich natürlich jetzt wirklich. Oh, guck mal da oben, Leute. Da oben ist ein Yoshi. Den wollen wir noch befreien. Okay, und da geht's rüber. Moment, wo komme ich hier an Land? Ich würde gerne an Land gehen. Ich möchte diesen Yoshi gerne befreien. Oder komme ich hier gar nicht? Ich glaube, ich komme hier gar nicht an Land. Okay, wir müssen also da hinten hin. Jetzt bin ich echt am Überlegen, ob ich beim Level Up die OP hochmachen soll. Weil dieser Powerbeben wäre schon ganz nett eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Das hätte ich auch gern. Dieses Level Up für den Partner. Und da komme ich doch sogar ganz einfach dran. Hä? Okay, man schenkt mir gleich ein Level Up für den Partner. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr freundlich. So, geh mal. Nicht auf den Keks hier. Geh mir nicht auf den Keks. Was machen wir jetzt hier? Okay, wir machen erstmal den ersten Down. Der sollte ja eigentlich down sein. Genau, du bist down. Und dann spucken wir mal wieder. Nein! Achso, wenn man den Maximum überschritten hat, dann, okay. Dann geht er automatisch runter. Man kann nicht mal hoch machen. Und warum kann ich nicht blocken? Meine Fresse, was ist denn hier los? Stirb! Boah! Er stirbt wirklich. Okay, wir versuchen das Ganze einfach nochmal. Das war gut. Ich glaube, das war Max. Ich glaube, 5 ist Maximum. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube mal, 5 sollte einfach Maximum sein. Oh, jetzt verfehlt uns. Du bist leider mal down. Ich bin mal gespannt, was Sushi kann. Wenn es Level Up ist. Ja, es. Ich sag es. Oh, ein Schäfchen. Schläfchen. Braucht natürlich aber auch kein Schwein. Also verschwinde! Geh mir aus den Augen. Geh mir aus den Augen, Bitch. So, einer kann aufgelevelt werden. Natürlich bleibt nur einer übrig. Der gute Sushi. Das gute, leckere Sushi bleibt übrig. Also level up! Bin ja mal gespannt, was es jetzt kann. Oh Gott, immer diese schwarzen, eklig aussehenden Dinge. So, ist das ein Gegner? You are the enemy? You are the enemy. Let's fight. Juhu. Okay. Lass mal hier mal zerfernsen. Bin mal echt gespannt, was Sushi kann. Wasserblock. Ein Wasserblock erhöht Marios Verteidigung für kurze Zeit. Ah ja.
Okay. Dann würde ich mal sagen, ich habe keine Ahnung. Mach einfach hier, spuck ihn an. Oh, 6 Schaden, so gut, so gut. Ihr habt doch geblockt, was ist denn los mit dir? Ja, ich muss später drücken. Okay, ich habe so früh gedrückt. Okay, jetzt machen wir mal den ersten Blatt hier. Was ist denn los mit dir? Okay, aber ich weiß nicht. Aber Wasserblock schützt mich nur, ja? Okay, das brauche ich vielleicht später mal. Jetzt spucke mal einfach weiter hier auf Gegner. Das ist so eine coole Attacke irgendwie. Oh, 6. Geil. Aber schade, dass es kein Level abgab. Naja, Leute, der Part ist auf jeden Fall vorbei für heute. Ich würde sagen, im nächsten Part schauen wir dann, ob wir die ersten paar Yoshi-Kitties finden. Also bis dahin, mach's gut und Sushi sagt auch tschüss. Ich bin Sushi, blablabla. Okay, tschüss.